Meine lieben Freunde, herzlich willkommen wieder zu einem wahnsinnig großartigen Fotoshooting. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung, to be honest. Weil in diesen Welten kann ich immer meiner Kreativität freien Lauf lassen und ich arbeite mit großartigen Menschen zusammen, die diese Vision immer noch besser machen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Okkultismus, um genau zu sein mit dem Wiener Okkultismus, wo da bin ich so ein bisschen reingekippt. Wir Menschen suchen ja immer nach einer Antwort. Wir wollen ja immer für alles irgendwie eine Antwort haben, weil es so viele Fragen gibt auf der Welt. Und gerade in diesen Zeiten gibt es mehr Fragen als Antworten. Und warum nicht auch sich in eine Ecke drehen, weil die vielleicht Alternativen aufwirft. Um 1900, wobei es gab das immer eigentlich die Geschlechtervermischung und den künstlerischen Ausdruck dieser und das wollte ich wieder aufgreifen. Ich habe so viele Fotos gefunden von Männern in Kleidern, aber in einer Selbstverständlichkeit fotografiert, wo ich mich dann gefragt habe, aha, war das jetzt ein Kahn, war das jetzt ein Kostüm oder war das Everyday Life? Everyday Life wahrscheinlich weniger, aber in irgendeiner Art und Weise hat es was sehr Authentisches und das wollte ich nachstellen. Als ich ins Kirch kam, dann hat diese wunderschönen Tattoos gemacht, die hat er selber gemalt. Thomas Kirchplattner, ich bin Modedesigner, leite das Atelier von Lena Hoschek und bin auch freischaffender Modedesigner. Mein Beitrag waren die Tattoos, also quasi die Körperbemalung. Habe das gezeichnet und auf Transferfolie aufgetragen, damit es quasi einen komplett tätowierten Look gibt. In der Villa Shapira und fotografieren ein Kunstprojekt mit Conchita Wurst. Dann hat sie mich gefragt, ob ich fotografieren würde und ich habe mir gedacht, ja, sehr gerne. Weil es irgendwie wirklich gut durchdacht war, ganz viel recherchiert wurde, wie die Location wirklich sorgfältig ausgesucht haben, wie das ganze Styling gut zusammenstimmt und irgendwie jeder in diesem Team wirklich seine Aufgabe übernommen hat, gut konzeptionell zu arbeiten und zu denken. Das hat mir echt gut gefallen. Ich bin der Pascal und ich habe heute der Marion geholfen beim Fotografieren. Ich bin eigentlich Fotoassistent. Hi, ich bin die Conny, ich bin Hair and Make-up Artist und habe heute Haare und Make-up für den Tom gemacht. Haben den Tom in das 19. Jahrhundert zurückversetzt und ein bisschen Okkultismus mit reingebracht, schön düster. Im Endeffekt ist seine wahres Ich. Ja, und wir produziert und ich habe mir ein bisschen Styling gemacht und der Thomas hat mich unterstützt dabei. Ich finde, der Tom hat das unfassbar gut umgesetzt. Also
Ich tue mir ja selber sehr schwer, vor der Kamera zu stehen. Und deswegen bin ich immer aufs Neue wieder beeindruckt, wenn ich Leute beobachte, wie sie in die Rolle schlüpfen. Und ich finde, er hat jeden einzelnen Look echt ganz einzigartig performt. Ja, ich weiß gar nicht, was man das sagen kann. Der Ruf wird ihm nicht gerecht, finde ich. Echt eine tolle Person.